Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Ich baue hier gerade noch so einen kleinen schönen Abschluss für diese Laderampe hier. Das heißt, ich muss sie jetzt mal um 7 Meter nochmal verlängern. Auf 31,5 Meter. Und dann nochmal entsprechend 3,5 Meter nach hinten ziehen. Und zur Seite ebenfalls nochmal 3,5 Meter. Damit das hier ein sauberer Abschluss dann vorhanden ist. Gut, dass es jetzt wieder flimmert. Das liegt an der Textur. Ich habe EEP noch nicht neu gestartet, daher sind die ja noch nicht fest wieder auseinander. Und ich hatte doch noch so einen Güterzug, wo solche Behälter drauf waren. Wo steht denn der gerade? Warst du das? Nein, du warst es auch nicht. Hier. So, und ab jetzt fahren die draußen die Busse nur noch im Stundentakt. Ja, ich will die doch bloß ganz normal hier draufsetzen. Oh Gott. Okay, Trick 17. Ich brauche ein Gleisstück, egal welcher. Gleisstil, 10 Meter. Okay, doch nicht, egal welcher Gleisstil. Ansonsten geht das dann einem irgendwann auf den Nerven, wenn ich ständig irgendwelche Fehlermeldungen aufploppen. Weil EEP es halt nicht möchte, dass man genau auf dieses Gleis was draufstellt. Ja. So sieht zunächst noch ein bisschen was aus. Gab es dann noch im anderen Schattenbahnhof? War das im anderen Schattenbahnhof? Ne, im Moment. Ach ne, das ist nicht der TEM, der ist drüben wieder im anderen Schattenbahnhof. Stimmt ja. Den kann man ja auch noch beladen, aber halt nicht mit den von Haus zu Haus Behältern, sondern mit Containern. Auch wenn das die gleichen Wagen sind. Die haben eine andere Aufnahme für Container. Ach ja, die kann ich dafür ja nicht verwenden. Auch nicht diese Doppelstock-Container. Das war mal so eine Entwicklung für einen bestimmten Typ von Güterwagen. Da sollten halt auch Container drauf platziert werden können. Und zwar, wie es in Amerika der Fall ist. Zum Beispiel zwei Container übereinander.
und das mittlere von den drei Gleisstücken ist dann für 40 Fuß Container. Sieht zunächst aus, als ob das so gedacht ist. Im Prinzip dieser Container hier, also der mit dieser Beschriftung, und O Netloid, einfach nur Netloid, K-Line, Habakloid oder Hanyin. Die gab es jetzt mal zum was zum Advent oder zum Nikolaus. Weiß ich jetzt nicht genau wann. Die gab es jetzt aber vor geraumer Zeit als kostenlose Modelle. Und dafür sind die auch gedacht. Ja, ist ja der Güterzug mit der einstellbaren Ladung. Und ich habe mir auch gedacht, ich gleise noch eine weitere 151 auf. Besser gesagt, danke, dass du mich dran erinnerst. Da möchte ich mir mal auf was aufmerksam machen. Und zwar nehmen wir mal die. Welchen nehmen wir denn? Den 013? Muss ich ein bisschen rauszoomen. Nicht, dass sie parallel zueinander stehen. Nehmen wir die 013. Und die erste. Die 001. So, und da darf jetzt noch der Nahverkehrszug wieder rausfahren. So. Jetzt kann man sich das mal so ein bisschen vergleichen. Prototyp und die normale 151, wie sie dann in der Serie produziert wurde. Was zum Beispiel auffällt, wenn ich jetzt hier die orientrote Variante daneben stellen würde, beim Prototyp, aber bei der Vorserie muss ich ja eher sagen, da gab es diesen Handlauf, der wurde dann bei der Serie nicht übernommen. Was zum Beispiel blieben waren die UIC-Steckdosen, der Griff hier vorne blieb dran, das dritte Spitzenlicht ist ein Stück nach oben gewandert. Längenmäßig gab es da keine Veränderung, auch auf den Dachaufbauten her nicht. Aber zum Beispiel bei den Seitenfenstern. Bei der Vorserie war hier so ein größerer Abstand. Der war dann bei der Serienlok nicht mehr. Da hatten alle Fenster den gleichen Abstand und die waren auch so grau eingefasst. Hat aber eher was mit der Lackierung zu tun. Hat man das bis in die Zeit der Deutschen Bahn AG eigentlich übernommen? Ja, das hat man damit durchgezogen. Es gab da so einige Unterschiede zwischen der Vorserie und Serienlok. Wie zum Beispiel auch hier dieser einmal hier drumherum laufende Gitter. Weshalb auch der Handlauf dafür gedacht war. Sind so diese Unterschiede zwischen der Vorserie und der Serienlok. Was kann ich jetzt eigentlich noch machen? So, läuft schon wieder auf zum Ende der Folge hinaus. Das Problem ist, habe ich dieses
Die ist halt für Bundesbahn. Das könnte man auch halt für Rangierfahrten nehmen. Stimmt, da fehlen ja auch noch in der Gegenrichtung. Dass dann hier bis zum hier diese Schulter dann halt für Rangierfahrten aufgestellt wird. Damit der Bahnübergang bei Rangierfahrten nicht blockiert wird. Ja, trotzdem noch gut. Ja, wie viele Meter werden das dann noch? Das sind 50, 100, 150, 200 Meter. Das reicht bei normalen Rangierzügen dann völlig aus. Also mal diese Einheit hier, die sind knapp 60 Meter. Mit einer V60 noch dran. Das sind das 70, 75 und nicht mal 80 Meter. Ich kann dann trotzdem das Doppelte fahren. Yep. Mache ich auch gleich. So. Und mit dieser Idee für die nächste Folge verabschiede ich mich erstmal wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge des Bundesbahnprojektes in EEP.